Noir, zu Deutsch die Schwarze Insel, begann im April 1937 in zweiseitigen Folgen im Le Petit Vingtième zu erscheinen. Im darauffolgenden Jahr 1938 erschien das gesamte Heft bei Gastermann. Die Schwarze Insel ist ein sehr actionlastiger Band. Es gibt hier Schießereien, Schlägereien, abgestürzte Flugzeuge und geschrottete Autos. Tintin befindet sich auf den Fersen einer Geldfälscherbande und springt dabei auf fahrende Züge und requiriert Flugzeuge. Die Spur führt dabei nach Schottland, wo er der größten Hürde dieses Abenteuers begegnet, der schottischen Mentalität. Doch dies ist humorvoll und augenzwinkernd umgesetzt. Hergés Sympathie für die Schotten und alles Schottische wird spätestens dadurch deutlich, dass Tintin das letzte Drittel der Handlung in einem Kilt bestreitet. Wir erfahren trotz einiger fulminanter Sprünge dennoch nicht, ob er dabei Unterwäsche trägt oder nicht. Dass Hergé Großbritannien mochte, war nicht überraschend, denn viele Belgier hatten eine gewisse Affinität für die Briten, nicht zuletzt, weil deren Königshäuser miteinander verwandt waren. Diesmal ist es übrigens reiner Zufall, der Tintin ins Geschehen bringt. Er beobachtet während eines Spaziergangs ein kleines Flugzeug, das auf einer Wiese notgelandet ist. Als er sich nähert, um seine Hilfe anzubieten, wird er niedergeschossen und erwacht im Krankenhaus. Man kann sich denken, dass Tim das nicht auf sich sitzen lässt. Und so geraten wir schon bald in eine turbulente, doch auch humorvolle Handlung. Auch in diesem Band gibt es eine regelrechte Alkoholentgleisung, doch diesmal ist es Struppi, der bei dem schottischen Whisky auf den Geschmack kommt. Für viele ist natürlich Rancor das Highlight der Geschichte. Der große Gorilla lebt auf der kalten Insel gefangen und soll auf diese Weise ungebetene Besucher fernhalten. Hergé kolportiert hierbei, dass Rancor eigentlich der Auslöser für die lokalen Loch Ness-Legenden ist. Das macht auch Sinn, denn die ersten Behauptungen, in Schottland würde ein urzeitliches Ungeheuer leben, stammen aus den Jahren 1933 und 1934. Interessant auch, der berühmte King Kong-Film mit Fay Wray in der Hauptrolle erschien 1933 und es besteht kein Zweifel daran, dass Hergé ihn gesehen hatte. Somit ist nicht auszuschließen, dass King Kong ihm indirekt die Idee für Rancor gab. Eine Idee, die er dann mit der Loch Ness-Legende vermengte. Für Hergé, der immer lieber auf Realismus setzte, stellte das eine elegante Lösung dar. Eine weitere Besonderheit dieses Bandes ist, dass zum ersten Mal Schulze und Schulze eine deutlich größere Rolle spielen. Bisher waren sie in den vorangegangenen Geschichten nur für kurze Zeit in Erscheinung getreten, in der Blaue Lotus ein wenig mehr, denn dort folgten sie Tim bis nach Shanghai. Hier dagegen bestreiten sie zum ersten Mal ganze Seiten der Handlung. Sie sollten von da an für Tim und Struppi-Geschichten unverzichtbar werden. Doch das Verhältnis der beiden tollpatschigen Detektive gegenüber Tim ist in Die Schwarze Insel das letzte Mal recht ambivalent. Das letzte Mal lassen sie sich von den unmittelbaren Umständen davon überzeugen, dass Tim ein Verbrechen begangen hatte und versuchen, ihn zu verhaften. Wieder mal. In der Zukunft werden sie nur noch als seine Freunde auftreten, um schließlich Teil der berühmten Tintin-Familie zu werden, die an dieser Stelle noch nicht existiert. In der Februarausgabe des Jahres 1934 von Le Crapouillot vermag sich der Nukleus der Idee zu Die Schwarze Insel befinden. Dies ist dieselbe Nummer, die Hergé bereits mit dem Grand Chaco-Krieg bekannt gemacht hatte. Hergé entwickelte daraus ja die vorangegangene Geschichte, den Arumbaya-Fetisch. In derselben Ausgabe erfährt er über die befremdliche Gestalt des Dr. Georg Bell,
einem Unternehmer aus Nürnberg mit schottischen Wurzeln, der für die Nazis gearbeitet hatte. Er war unter anderem Teil einer obskuren Operation, die darauf abzielte, die sowjetische Wirtschaft durch gefälschte Rubel zu destabilisieren. Bell war schließlich bei der NSDAP in Ungnade gefallen und wurde 1933 von den Nazis ermordet. Hergé inspirierte dieser Bericht zur Erschaffung eines weiteren Bösewichts in dem Tim und Struppi-Universum. Der deutsche Psychiater Dr. J.W. Müller, der in Sussex, England lebt und dort eine gut situierte Nervenanstalt betreibt. Doch Dr. Müller stellt sich bald als der Kopf einer Geldfälscherbande heraus, eben jener Leute, die Tim anfangs angeschossen haben. Die Gestalt des Dr. Müller ist nicht zufällig und es wird nicht der einzige Seitenhieb bleiben, den Hergé an die Adresse der Deutschen austeilt. Les Boches, wie sie im französischen Sprachraum abwertend genannt werden, sind ihm noch aus dem Ersten Weltkrieg gut in Erinnerung, als sie bereits einmal sein Land besetzt hatten. Das erstarkende Deutschland ist Quelle großer Verunsicherung in Belgien und Hergé gehört zu jenen, die einer erneuten Okkupation mit Sorge entgegenblicken. Hergé entwickelte zunehmend gerne Gags, die komplex waren und sich ins Absurde strecken ließen. In die Schwarze Insel wird ein solcher Sketch auf eine Rekordlänge gedehnt. In Dr. Müllers Villa wird ein Kampf entfesselt zwischen Tim auf der einen Seite und Dr. Müller mit seinem Assistenten Ivan auf der anderen Seite. Soweit so gut. Am Ende bleibt Tim bewusstlos liegen, während das Haus brennt und Dr. Müller und Ivan feige flüchten. Währenddessen macht sich die Feuerwehr des Ortes auf, zum Brand zu fahren. Doch das schlägt fehl, denn die Feuerwehrmänner finden erstmal den Schlüssel zu der großen Garage mit den Feuerwehrautos nicht. Sie beginnen ihn zu suchen und stoßen schließlich auf eine Elster, die mit einem Schlüssel davonfliegt. Sie jagen ihr hinterher, klettern sogar auf einen Baum zu ihrem Nest, nur um herauszufinden, dass es der falsche Schlüssel war. Währenddessen liegt Tim noch immer ohnmächtig in der Villa, während das Feuer immer näher rückt. Ich will gar nicht auf die Details dieser Szene eingehen, die da noch folgt, doch der Sketch wächst insgesamt auf 3 volle Seiten an, bis der bewusstlose Tim im letzten Augenblick gerettet werden kann. Es gibt hier auch einen skurrilen und doch so typischen Hergé-Augenblick. Tim durchsucht heimlich Dr. Müllers Hauptquartier und stößt dort im Arbeitszimmer auf einen laufenden Fernseher, wo gerade ein Kunstflugwettbewerb übertragen wird. Tim bleibt vor dem Fernseher stehen und sieht sich zeitvergessen das Programm an. Es ist eine herrlich bizarre Situation, die noch dadurch verstärkt wird, dass Tim nicht ahnt, dass sich in einem der gezeigten Flugzeuge Schulze und Schulze befinden, die durch ein Versehen in den Wettbewerb hineingeraten sind. Der Fernseher selbst ist durchaus eine tintinologische Erwähnung wert, denn dies war eine recht zukunftsweisende Entscheidung Herges. 1937 waren Televisoren in Belgien praktisch unbekannt und sollten erst 1953 langsam das Radio verdrängen. Doch in Britannien gab es in 1937 tatsächlich schon ein erstes BBC-Programm, wenn auch für ein sehr kleines Publikum. Und hierzu gibt es noch eine amüsante Anekdote. Denn als Hergé 1943 für Castremont die Kolorierung des gesamten Bandes vornahm, zeichnete er diese Szene neu. Er malte nicht nur ein aktuelleres Modell eines Fernsehers, sondern machte das empfangende Fernsehbild kurzerhand farbig. Castremont reagierte recht überrascht und bat ihn, es wieder auf schwarz-weiß zu ändern. Farbiges Fernsehen, das war einfach zu unvorstellbar und würde zu sehr die Vorstellungskraft der Leser strapazieren, argumentierte der Verlag. Am Ende der Geschichte wird Tim als Held in einer schottischen Zeitung gefeiert. Hier wird deutlich, dass seine Tage als Reporter gezählt waren. Fortan war er selbst ein Objekt von Reportagen. 1938, als Castremont den Gesamtband herausbrachte, war Hergé 31 Jahre alt. Er war vollkommen erschöpft und beklagte sich darüber, dass ihm nie Zeit bleibt, seine Tätigkeit und deren Resultate Revue zu passieren und über sie zu reflektieren. Der Arbeitsstapel auf seinem Tisch schien nicht geringer zu werden. Eine weitere Quelle seiner Niedergeschlagenheit war die Rolle des Grafikers in der belgischen Gesellschaft. Er verbuchte mit Tintin große Erfolge und war für viele Jugendliche ein echter Star. Doch gleichzeitig fühlte er, dass ihn die belgische Gesellschaft belächelte und nicht wirklich ernst nahm. Als Zeichner ist man hier ein Bürger zweiter Klasse, soll er gesagt haben. Als die Erstausgabe in seinen Händen landete, ärgerte sich Hergé außerordentlich darüber, dass sein Name nicht auf der Titelseite abgedruckt wurde. Hier in dieser Faksimile-Ausgabe hat man das getreu so übernommen.
Auch war Hergé mit dem Druckergebnis unzufrieden, was Gastremont überraschte, denn der Verlag war eigentlich auf seine Druckarbeiten stolz und hatte damals neue modernisierte Druckpressen gekauft. Dies führte zu Verhandlungen mit Hergé mit dem Ergebnis, dass der Zeichner von jetzt an die endgültige Abnahme aller Tim und Struppi-Werke vornahm, bevor sie in den Druck gingen. Die Schwarze Insel hat eine weitere Besonderheit, die es von allen anderen Heften unterscheidet. Es ist der einzige Tim und Struppi-Band, der letztendlich in drei verschiedenen Versionen existiert. Da gibt es also die ursprüngliche Castermar-Ausgabe von 1938, die man hier sehen kann, in Schwarz-Weiß mit vier eingefügten Farbtafeln. 1943, also nur 5 Jahre später, beauftragte ihn Castermar, die kolorierte Ausgabe zu erstellen. Man hatte ja nur ein Jahr zuvor mit dem Arubaya-Fetisch angefangen und plante, alle der schwarz-weißen Ausgaben nachträglich zu kolorieren. In 1943 nahm Hergé also die Färbung der Grafiken vor. Hierbei wurde relativ wenig von der Geschichte gekürzt, was damit zusammenhängt, dass die ursprüngliche Version flächentechnisch relativ großzügig gezeichnet wurde. Teilweise mit nur 5 oder 6 Paneelen pro Seite, so dass man durch reine Verkleinerungen auch ohne große Kürzungen auf die gewünschten 62 Seiten kam. In Belgien war dies dann die offizielle Farbversion. Doch 1965 sollte die Schwarze Insel endlich auch in Großbritannien erscheinen und hierzu wurden Bedenken angemeldet. Der englische Verlag präsentierte eine Mängelliste mit 131 Fehlern, die angeblich nicht angemessen die britische Kultur darstellten. Davon mag einiges berechtigt gewesen sein und einiges einfach nur Quengelei. Die meisten der sogenannten Fehler waren vermutlich Kleinigkeiten, die Hergé mit einigen Pinselstrichen beheben konnte. Doch er sah in diesem Zusatzauftrag auch eine Chance, die Schwarze Insel noch einmal aufzuwerten. Zu jenem Zeitpunkt, wie gesagt, das war schon Mitte der 60er Jahre, war Studio Hergé längst in Betrieb und so schickte Hergé damals seine rechte Hand für alles Landschaftliche und Architektonische, sprich den Zeichner Bob de Moor, nach England und Schottland, um sich dort umzusehen und vor allem Fotos und Skizzen zu machen. Auf diese Weise entstand die endgültige Version von Die Schwarze Insel, so wie wir sie alle kennen und wie sie dann schließlich auch in Deutschland herausgebracht wurde. Hierbei nahm man auch die Gelegenheit wahr, die Autos und vor allem die Flugzeuge in dieser rasanten Geschichte auf den neuesten Stand zu bringen. Gerade zwischen den 40ern und den 60ern hatten Autokarosserien große Entwicklung durchgemacht. Bob de Moor verjüngte also den umfangreichen Fuhrpark dieser Geschichte mit zum Beispiel einem Triumph Herald oder einem Jaguar. Doch es sind gerade Flugzeuge, die in dieser Ausgabe sehr prominent zur Geltung kommen. Hier kam der berühmte Roger Leloup zum Einsatz, der damals im Studio Hergé arbeitete und der geradezu ein Spezialist für realistische, schnittige Flugzeuge oder Raumschiffe war. Ein Talent, das er bei seiner eigenen Comicreihe Yoko Tsuno gut einsetzen konnte. Ich werde gar nicht auf die einzelnen Modelle eingehen, die da gezeichnet wurden. Da war natürlich die berühmte Cessna, aber auch eine De Havilland Tiger Moth oder eine Hawker Tempest II. Den Fans von Flugmaschinen sagt das sicher auch etwas. Hergé nutzte die Situation auch noch dafür, bestimmte Szenen reichhaltiger zu zeichnen, als er es in 1937 unter großem Zeitdruck getan hatte. Das wird zum Beispiel auf den Seiten 34 und 35 der ursprünglichen Ausgabe deutlich, wo sich eben jener Kampf zwischen Tim und den beiden Schurken Dr. Müller und Ivan abspielt. Die Innenräume von Dr. Müllers Villa sind recht spartanisch eingerichtet. Der offene Kamin ist ein schlichter Ziegelbau und an einigen Wänden hängen einzelne Gemälde. Blickt man nun auf die Seite 16 und 17 der neuen Ausgabe von 1965, so sieht man plötzlich filigran gezeichnete Wohnräume. Der Stil ist sehr englisch, doch besitzt auch starke Züge eines Jacobs First von Frank Lloyd Wright. Das sind Wohnräume, die eines James Bond Bösewichts würdig sind. Hier lebt ein lässiger Gauner, der eben Geld hat und sophisticated ist. In dieser Überarbeitung sagen die Paneele ohne zusätzlichen Kommentar sehr viel mehr über die Persönlichkeit von Dr. Müller aus. Was gleich geblieben ist, ist dieses Gemälde, das einen englischen Polospieler zeigt. Ich habe nie herausgefunden, ob das einem echten Bild nachempfunden ist. So wurde auch der Frachtwaggon mit dem Whisky verändert. Hier bat man nachdrücklich, die Johnny Walker Marke zu entfernen und lieber mit dem fiktiven Loch Lomond zu ersetzen. Dies sollte später Captain Haddocks Lieblingswhisky werden. Zum Abschluss noch ein winziges Detail, das ein wenig typisch für die Überarbeitungen ist.
Auf der vorletzten Seite der Neuausgabe sehen wir den Reporter Hans-Wolf Schnuffel von Parry Flash. Dieser wurde zwar erst 14 Folgen später für den Band Die Juwelen der Sängerin erfunden, doch dadurch, dass die dritte Überarbeitung von Die Schwarze Insel erst 1965 erstellt wurde, also 3 Jahre nach Die Juwelen der Sängerin, konnte sein Auftritt plötzlich derartig vorverlegt werden. All das ist der Grund, weshalb jene Version von Die Schwarze Insel, die den meisten bekannt ist, diesen modernen Look hat, gemessen an dem chronologischen Platz, den diese Geschichte einnimmt. Und am Vergleich der ersten und der dritten Version scheiden sich durchaus die Geister. Michael Farr ist zum Beispiel der Meinung, dass die massiv überarbeitete dritte Version von 1965 nicht an die Originalausgabe von 1938 heranreicht. Ähnlich wie schon beim Blauen Lotus bringt die Originalausgabe ihre visuellen Vorzüge. Doch ich finde, dass auch viel für den Detailreichtum und die spannende Authentizität des Remakes spricht. Ich könnte mich da nicht entscheiden. Die 38er Ausgabe hat stellenweise mehr Ausdruck, doch die Neuausgabe besticht mit echter Augenweide und mit ihrer visuellen Verspieltheit. Hier kommt visuell eine geballte Kraft zum Tragen, denn 3 Ausnahmetalente sind hier gleichzeitig am Werk: Hergé, Roger Leloup und Bob Demore. Und das Ergebnis ist sehr bestechend. Das spürt man letztendlich auch bei dem Coverdesign, das in der neuen Version doch viel atmosphärischer ist. Am Rande noch sollte ich ein charmantes Detail erwähnen, das nur die englische Version betrifft. Diese wurde von Leslie Lonsdale Cooper und Michael Turner ins britische Englisch übersetzt. Und das ist bei diesem Band insbesondere deshalb so reizvoll, da die Übersetzer all die Schotten in der Geschichte Dialekt sprechen lassen. Das ist also ein besonderer Charme, der einem zuteil wird, wenn man die englische Version liest. Kommen wir nun, wie gewohnt, zu meinen 3 Lieblingsframes aus diesem Band. Erstens, alte Ausgabe und neue Ausgabe. Tonton und Milou schlafen im Zug. Hier kann man einen guten Vergleich ziehen zwischen den beiden Versionen, die aber beide großartig sind. Die alte Schwarz-Weiß-Version hat deutlich mehr Ausdruck und wirkt spannender. Doch die Neuausgabe besticht mit Detailreichtum und Realismus. In beiden Fällen hat Tim natürlich eine Zeitung unter seine Füße gelegt. Boy Scouts machen das so. Bild Nummer 2, alte Ausgabe. Ganzseitige Farbtafel zur Schwarz-Weiß-Ausgabe. Tim und Struppi rennen vor einer Dogge davon. Drittes Bild, alte Ausgabe und neue Ausgabe. Tim rennt und schießt, und zwar im Kilt. Tolle Actionzeichnung. Da muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ich gebe hier 5 von 5 Sternen, insbesondere angesichts der kreativen Synergie, die in der überarbeiteten Version steckt. Viele Leute halten die Schwarze Insel für ihren Lieblingsband. Ich glaube, Peter Jackson gehört dazu. Für mich ist die Schwarze Insel eindeutig kein Lieblingsband, doch dafür eine charmante Folge, die ich immer wieder gerne gelesen hatte, insbesondere wegen der temporeichen Erzählweise. Am Ende vielleicht noch einige Worte zum Kontext dieser Zeit, in der Hergé die Schwarze Insel gezeichnet hatte. Als Hergé begonnen hatte, Tim im Lande der Sowjets zu erstellen, gab es weder eine Comic-Szene noch gab es überhaupt diesen Ausdruck Comics. Nun, 9 Jahre später, sieht es ganz anders aus. Nicht nur hatte Hergé in diesen 9 Jahren seinen Stil unglaublich verbessert und verfeinert, um ihn herum ist ein eigenes Universum entstanden. Zuerst sind da die Nachahmer. So beginnt im April 1938 der Verlag Dupuis, ein neues Comicheft für Jugendliche herauszubringen, mit dem Titel Le Journal des Spirou. Hier tat sich vor allem Joseph Guillain hervor, der seine beiden Initialien genommen hatte, sie umdrehte und fortan eben Gigé hieß. Er sollte vor allem durch Spirou et Fantasio bekannt werden. Später, als Hergé an dem Tintin-Magazin arbeitete, sollten Spirou und Tintin ständige Rivalen sein. Und wer für das eine Blatt zeichnete, durfte nicht für das andere tätig sein. Damals noch war Spirou sogar das populärere Heft. Doch in einem gesamthistorischen Zusammenhang hat natürlich Tintin das große Rennen gemacht. Doch dann ist da auch noch der erste große Blick auf eine internationale Leinwand. Denn im Juni 1938 erscheint in Amerika das Action Comics No. 1. Und dies ist weshalb bedeutsam? Nun, hallo, das muss schneller gehen. Es ist die Geburt von Superman. Und nur Monate später erscheint in den Detective Comics zum ersten Mal Batman. Für Hergé machte dies deutlich, dass Tintin nicht mehr ein einsamer Leuchtturm ist, sondern nur eine von vielen Figuren einer neuen Kunstrichtung. Und darauf kann man nur mit einer Strategie reagieren. Noch besser werden,
was man es bereits ist.